Hi, mein Name ist Tim Brückenroth von www.deinschlagzeuglehrer.de und ich heiße euch herzlich willkommen zum Gearcheck des Schlagabtauschs, dem Podcast der Drums & Percussion. Los geht's! Für den Gearcheck der 32. Ausgabe des Schlagabtauschs mit Dirk Brandt und meiner Wenigkeit haben wir von dem deutschen Unternehmen Beyer Dynamic drei Mikrofone zur Verfügung gestellt bekommen. Einmal das Beyer Dynamic M70 Pro X und zweimal das M90 Pro X. Erst einmal ein paar allgemeine Infos zu den Mikrofonen, welche sich meiner Meinung nach absolut in der professionellen Kategorie ansiedeln. Sowohl das M70 Pro X Mikrofon als auch das M90 Pro X Mikrofon machen einen guten, stabilen und robusten Eindruck. Eine Mikrofonspinne und ein Popfilter sind im Lieferumfang enthalten. Optisch sind diese Mikros schon ein echter Hingucker, aber was für einen Klang kann man laut Hersteller Beyer Dynamic erwarten? Die Pro X Mikrofone sollen eine klare, natürliche Klangaufnahme optimal abbilden, sowohl für Sprache als auch für Gesang und ebenfalls für Instrumente. Beide Mikrofone sind in erster Linie ursprünglich nicht für die Abnahme eines Drumsets gedacht, aber ich kann vorwegnehmen, dass mich die Aufnahme mit den Mikrofonen wirklich positiv überrascht haben. Aber erst einmal zurück zu den technischen Aspekten. Der abgestimmte Nahbesprechungseffekt soll die Mikrofone nie dumpf klingen lassen, während der erweiterte obere Frequenzbereich jedes Detail aufnehmen soll. Die Mitten sollen kraftvoll, die Höhen und die Bässe natürlich wiedergegeben werden. Das elektroakustische Design der Pro X Mikrofone wurde von Grund auf von Beyer Dynamic neu entwickelt. Was die Mikros ebenfalls zu einer lohnenden Investition macht, ist die Möglichkeit, Teile auszutauschen. Das ist praktisch, da man nicht gleich ein neues Mikrofon kaufen muss, wenn Komponenten ausgetauscht werden müssen. Starten wir den Klangeindruck mit dem M70 Pro X, welches ich in diesem Gearcheck als Bassdrum-Mikrofon verwende. Es steht ca. 1 cm vor dem Frontfellloch des Bassdrum-Resonanzfelds, welches bei mir rechts unten liegt. Ausgerichtet ist das Mikrofon Richtung des Schlagfelds der Bassdrum. Hier die Hardspecs zum M70 Pro X von Beyer Dynamic. Das M70 Pro X hat eine Nierencharakteristik. Laut Beyer Dynamic soll dieses Mikrofon perfekt für die Aufnahme von Sprache bei Streams, Podcasts und YouTube-Videos geeignet sein. Es soll einen durchsetzungsfähigen und sprachoptimierten Klang liefern und das auch ohne Wenn und Aber in anspruchsvollen akustischen Umgebungen. Dank der dynamischen Kapsel ist es ohne weiteres möglich, auch laute Audiosignale mit dem M70 aufzunehmen, da es hohe Schalldruckpegel ohne Verzerrung verarbeiten kann. Wichtig dabei ist die beim M70 Pro X vorhandene direkte Einsprech- bzw. Aufnahmequelle, was den Vorteil hat, dass beispielsweise Tastaturgeräusche, Raumhall oder andere Geräuschquellen kaum ins Gewicht fallen. Nicht zwingend ein Nachteil bei der Aufnahme eines kompletten Schlagzeugs. Vorkonfiguriert sollen auch Poplaute optimal gedämpft werden. Das werden wir in diesem Gearcheck allerdings nicht belegen oder widerlegen können. Das M70 Pro X benötigt im Übrigen keine Phantompower. Der Preis liegt Stand heute, es ist März 2022, bei 249 Euro. Wie klingt nun das M70 Pro X als Bassdrum-Mikrofon? Wichtig für euch alle zu wissen ist, dass ich die Aufnahme nicht editiert habe. Ich habe also keine Gates, keinen Kompressor, keinen Equalizer oder sonstige Effekte verwendet. Aufgenommen habe ich alle Soundbeispiele mit einem Arturia 8 Audio Interface in Ableton Live. Im Video eingeblendet seht ihr noch das Frequenzspektrum des M70 Pro X bei der Aufnahme. Hören wir uns mal an, wie die Bassdrum aufgenommen mit dem M70 Pro X klingt. Kommen wir zum Beyer Dynamic M90 Pro X. Zwei der M90 Pro X Mikrofone verwende ich als Overheads, jedoch aufgebaut im Sinne der Clint-Jones-Technik. Ein M90 Pro X befindet sich zentral ca. 90 cm über der Snare Drum. Das zweite 90 Pro X steht rechts hinter meinem Standraum, ebenfalls ca. 90 cm von der Snare Drum Mitte entfernt, ausgerichtet Richtung Snare Drum. Um das Beyer Dynamic M90 Pro X zu verwenden, benötigt man ein Audio-Interface oder einen Vorverstärker mit Phantomspeisung. Jede Stufe der Phantomspeisung von 20 bis 52 Volt ist dafür geeignet. Das M90 Pro X ist ein Großmembranmikrofon mit Nierencharakteristik. Es hat eine breite Aufnahmequelle und lässt somit Bewegungen vor dem Mikrofon zu,
Das ist auch perfekt für die Aufnahme von Gesangssprachen und Instrumenten, wie genauso für die Größe eines Schlagzeugs, da es dieses gut einfangen kann. Für das M90 Pro X wurde eine eigens entwickelte Elektronik verwendet, die optimal auf die Kapseln abgestimmt ist. Daraus resultiert, laut Biodynamic, ein sehr rauscharmes Signal und eine hohe maximale Schalldruckgrenze, welche für eine verzerrungsfreie Übertragung sorgen soll. Nicht das Schlechteste für die Aufnahme von Schlagzeugen. Da es sich aber beim M90 um ein Kondensatormikrofon handelt, ist es im Gegensatz zum M70 nicht für Anwendungen wie die Nahabnahme einer Trommel oder eines Schlagzeugs im Allgemeinen gedacht. Ein rauscharmer Operationsverstärker und ein präziser Spannungsregler bilden beim M90 Pro X die Grundlage für den zu erwarteten klaren, warmen Klang des Mikros. Ein weiterer positiver Aspekt dabei, der bei Schlagzeugaufnahmen zum Tragen kommen könnte, ist, dass neben der mitgelieferten Spinne, die dem Mikrofon einen wirklich sicheren Halt gibt, die Kapsel zusätzlich intern aufgehängt wurde, wodurch die Übertragung von Körperschall, Handgriffen oder ähnlichem deutlichen reduziert wird. Der Preis des Bidynamic M90 Pro X Mikrofons liegt Stand März 2022 bei 299 Euro. Hören wir uns nun die Overheads mal an. Zunächst beide zusammen. Die Aufnahme wurde natürlich nicht editiert. Ich habe keine Gates, keinen Kompressor, keinen Equalizer oder sonstige Effekte verwendet. Im Video eingeblendet seht ihr natürlich auch wieder das Frequenzspektrum der Mikrofone bei der Aufnahme. Hören wir uns nun nur das M90 Pro X über der Snare Drum an. Hören wir uns nun nur das M90 Pro X rechts neben Tom 3 an.
Nun nochmal beide M90 Pro X gemeinsam. Im letzten Beispiel hören wir alle drei Mikros gemeinsam, sprich das M70 Pro X als Bassdrum-Mikrofon und die zwei M90 Pro X als Overhead-Mikrofone. Kommen wir zu meinem Fazit. Sowohl das M70 Pro X als auch die M90 Pro X liefern einen mehr als ordentlichen Gesamteindruck ab. Sie sind gut durchdacht und einwandfrei konstruiert, fühlen sich robust und sehr wertig an. Ich bin absolut positiv überrascht von dem Sound. Mein Ziel ist es meistens, einen möglichst natürlichen Klang bei der Aufnahme meines Drumsets zu erreichen. Mein Schlagzeug soll auf einer Aufnahme so klingen, als wenn man beim Hören im Raum steht. Mit den in diesem Gearcheck verwendeten Mikrofonen kommt man diesem Ziel erstaunlich nahe und das bereits ohne Bearbeitung der einzelnen Spuren. Beide Mikrofone überzeugten mich mit ihrem Leistungsvermögen und lieferten rauscharme Aufnahmen in hervorragender Qualität. Insbesondere das M70 Pro zeichnet sich durch eine einfache Funktionalität aus, während das M90 Pro einen präzisen, detaillierten, erstklassigen Sound mit einer kristallklaren Klangqualität und satten, vollen Bässen liefert. Diese beiden Mikrofone der Pro X-Serie von Biodynamic liefern wirklich ordentlich ab. Das war der Gearcheck des M70 Pro X und des M90 Pro X von Biodynamic. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und ein Like zu hinterlassen. Schaut euch auch unbedingt auf der Seite der Promise Percussion um. Dort könnt ihr den Podcast Schlagabtausch von Dirk Brandt und mir direkt hören und euch auch die vorhergehenden Episoden reinpfeifen. Bleibt gesund und munter, macht's gut, bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch, euer Timo. Ciao.